Jeden Tag, quer durchs Land, sind die Zeitschriften und Nachrichten voll von Berichten über Unfälle und Kriminalität. Zumeist Einsätze von Polizistinnen und Polizisten aus dem Wachdienst, die Tag und Nacht für die Sicherheit der Menschen sorgen. Aber immer wieder steht die Polizei auch in der Kritik. Und in sozialen Medien wird häufig Stimmung gegen die Polizei gemacht. Videos werden aus dem Zusammenhang gerissen und oftmals verkürzt und irreführend dargestellt. Internationales Fehlverhalten wird oft allgemein als Polizeigewalt pauschal betitelt. Das alles trägt zu einer steigenden Respektlosigkeit gegenüber der Polizei bei. Macht einen richtig sauer, weil wir eigentlich, so wie es früher war, Freund und Helfer. Ich bin Polizeibeamter. Also irgendwie hat das im Moment so einen negativen Beigeschmack und das möchte ich nicht. Ein negativer Beigeschmack, weil es manchmal so scheint, dass zu wenig Respekt und Dankbarkeit für die Polizei vorhanden ist. Und das in einem Beruf, der so wichtig für die Gesellschaft ist und bei dem sich viele sicher sind. Ein Beruf, der abwechslungsreich, spannend, aber auch sehr fordernd ist. Die Polizei ist immer da, wo sie gebraucht wird. Polizistinnen und Polizisten sind Vorbilder in der Gesellschaft. Im Ranking der beliebtesten Ausbildungsberufe findet sich Polizistin und Polizist mit dem so wichtigen Wachdienst immer weit oben. Wegen der enormen Aufgabenbreite, die der Wachdienst jeden Tag leistet, wird er oft als Wundertüte bezeichnet. Man weiß nie, was einen im Dienst erwartet. Und manchmal steckt in der Wundertüte auch ein fast richtiges Weihnachtsmärchen. Wie bei Vanessa und Christopher in Arnsberg. Sie hatten einen Einsatz, an den sie sich gerne erinnern. Und zwar hatte sich das Klinikum in Münster gemeldet, hier bei uns auf der Wache, und hat mitgeteilt, dass die Spendeempfängerin nicht erreicht werden kann von einem Organ. Wir wurden mit dem Einsatz betraut, dort an die Wohnanschrift zu fahren und einmal nachzuschauen, ob die Frau irgendwie wach zu bekommen ist, ob sie überhaupt zu Hause ist oder wir irgendwie Hinweise auf ihren Aufenthaltsort bekommen können. Auf Klingeln, Klopfen, Poltern hat man erst nicht reagiert. Und da waren wir auch schon fast dabei zu gehen und haben dann einfach auch nicht aufgegeben. Da geht es ja auch letztendlich um jede Minute, die so ein Organ vermutlich kühl gehalten werden muss oder irgendwie präpariert werden muss. Und tatsächlich hat dann die Frau geöffnet. Sie wusste direkt, dass es um sie geht und dass sie scheinbar jetzt Hilfe bekommt und war direkt aufgelöst. Und sie hat uns dann reingebeten. Da war auch ein Weihnachtsbaum ganz normal geschmückt. Und auf dem Tisch lag der Wunschzettel von dem Kind. Und da war es dann halt der erste Wunsch. Eine neue Leber für Mama. Und in dem Moment war klar, das haben wir jetzt geschafft. Also nicht wir in Person, aber wir haben zumindest die Nachricht überbracht, dass das jetzt auf jeden Fall klappt und dass der Wunsch in Erfüllung geht. Das ist eine Geschichte, die für mich immer präsent bleiben wird. Ist egal, was alles noch so im Polizeiberuf auf mich zukommen wird. Als wir dann zurück zur Wache gefahren sind, waren wir auch sehr euphorisch, dass das geklappt hat. Und tatsächlich ist auch der Mann von ihr am nächsten Tag zur Wache gekommen und hat mitgeteilt, dass die Operation gut verlaufen ist und hat sich nochmal bedankt, obwohl wir ja eigentlich nur geklingelt haben. Es ist auch einer der Einsätze, aus denen man dann wieder Kraft schöpft für andere Zeiten, wo nicht so schöne Einsätze anstehen oder bearbeitet werden müssen, auch verarbeitet werden müssen, mit denen man vielleicht auch mal zu kämpfen hat. Aber das gibt schon Kraft. Kraft für nicht so schöne Erlebnisse. Denn auch diese gehören natürlich zum Wachdienst dazu. Manchmal jedoch gibt es Einsätze und Geschehnisse, die außerhalb der Vorstellungskraft liegen. Wie in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. Unvorstellbare Wassermassen haben ganze Landstriche verwüstet. Viele Tote und Verletzte und Schäden in Milliardenhöhe waren die Folge. In Nordrhein-Westfalen war neben vielen anderen Regionen der Kreis Euskirchen besonders stark betroffen. Für die Beamten eine unglaubliche Herausforderung. Auch Lara Mertens war in dieser Nacht im Einsatz. Mit ganz einfachen, von Anwohnern geliehenen Schlauchbooten riskierte sie gemeinsam mit ihrer Kollegin in den reißenden Wassermassen das eigene Leben, um andere zu retten.
Mit meiner Kollegin bin ich hier entlang mit dem Schlauchboot entgegengesetzt der Strömung. Da haben wir uns an den Regenrinnen entlang gehangelt. Das Wasser hier war ca. 1,80 Meter, denke ich, hoch, 2 Meter vielleicht. Sind dann weiter hier bis zu dieser Straße, aus welcher dann auch nochmal Strömung kam. Wir hatten Seile dabei und mit diesen Seilen haben wir uns dann an den Masten von den Schildern festgebunden, sodass wir dann letztendlich uns rüberziehen konnten. Wir haben zwei Personen hier auf der Straße gerettet, den älteren Herrn. Er war schätzungsweise an die 90 Jahre. Er war uns so dankbar, dass wir ihn da rausgezogen haben, dass er mich, als er im Boot war, mehrfach auf die Hand geküsst hatte. Er war uns richtig dankbar, dass wir ihn hier gerettet haben. Letztendlich ist es nur ein kleiner Teil, den wir hier geschafft haben. Wir konnten zum Glück jemanden retten. Es kann natürlich auch anders ausgehen, für Kollegen anders in dem Bereich. Aber wir konnten zumindest hier auf dieser Straße vermutlich zwei Leben retten. Ja. Das ist ein schönes Gefühl. Hier ist die Dankbarkeit und der Respekt auch für die Arbeit der Polizei besonders sichtbar. Dankbarkeit, die manchmal im täglichen Einsatz untergeht. Aber wenn man genau hinsieht, wenn man sich die vielen täglichen Artikel quer durchs Land anschaut, hinter den unzähligen Schlagzeilen steckt auch Tag für Tag ein Dankeschön. Ein Dankeschön dafür, dass die Beamtinnen und Beamten des Wachdienstes an allen Tagen und Feiertagen Tag und Nacht für die Menschen im Land da sind. Sie laufen dorthin, wo andere weglaufen. Sie sorgen für Sicherheit auf den Straßen. Sie schlichten Streitigkeiten und sorgen dafür, dass Recht durchgesetzt wird. Sie bleiben wachsam, wenn andere schlafen. Sie ermöglichen ein friedliches Miteinander und schützen unsere demokratischen Werte. Vielen Dank dem so wichtigen Wachdienst.